Hallo, liebe Siedler, hier geht's nochmal um Excelsior. Im letzten ist es ja vermehrt um die Kristalle gegangen, wo ich Magie herbekommt und wo man eigentlich die Bücher, die Rezepte, Bücher herbekommt fürs Raritäten-Proviantlager. Hier geht es noch einmal vermehrt um die Edelsteine, die man hier unter Briefe bekommt. Und zwar, wenn man das da unten liest, steht hier immer, man bekommt Erfahrungspunkte, Edelsteine, Erfahrungspunkte, Edelsteine, Erfahrungspunkte, Chance und Chance auf ein Manuskript. Das hat man eben hier schon bei 3. So, hier bekommt man einmal auf alle Fälle Edelsteine. Was muss man dafür haben? Seltsamer Götze, wirklich scharfe Klaue, ein Poster der Anoholika und das. Wie das eben abläuft, einfach hier raufklicken. Das haben wir schon im anderen Video erklärt. Und dann bekommt man eben solche Förderungen gut geschrieben. Unsere Körper haben wir jetzt drauf. Einmal. So, vorne stehen eben die Papierschnitzel, die ich habe. Hinten, was es kostet. Und jetzt habe ich hier mal ein paar. Das reicht auch. Zu finden dann im Sterne-Menü unter dem letzten Reiter Diverses. Hier sieht man dann eben die Klaue, dann hier Götze. Wie aktiviert man dann eben diese ganzen hier? Hier haben wir das Halsband, Katzenhalsband. Man klickt es an, aktiviert es aufs Rathaus und man sieht dann eben hier herinnen diese ganzen Förderungen. Da habe ich hier schon mal welche aufgemacht. Ich habe jetzt hier den seltsamen Götze. Das sieht man jetzt hier. Und jetzt steht auch hier, was man hier alles machen muss. Ja. Lasst eure Spezialisten fünfmal Schatzsuche kurz erfüllen. Dann bekomme ich das hier. Wenn ich jetzt aber. Da sieht man eben, die Endbelohnung sind hier eben diese 50 Edelsteine. Genau wie auch hier sind es auch 50 Edelsteine. So. Man sieht das jetzt hier, wendet einmal Marmorbüste auf euer Rathaus an. Das ist jetzt eben diese hier. Da bekommt man das. Was ist das jetzt? Entsendet 6 Rekruten aus eurem Lager. Das ist hier schon abgehakt. Und wo haben wir jetzt diese Götzen? Da hier dieser Götze. Da, das bearbeitet sich eigentlich auch von selbst. Da braucht man ja auch nichts machen. Das produziert ja von selbst. Das kann einfach so nebenbei laufen. Und man kann eigentlich so nebenbei hier Edelsteine gewinnen. So, die Spezialisten kann ich jetzt, glaube ich, nicht einmal welche wegschicken auf kurz, weil ich gar keine hier habe. Die sind alle unterwegs. Schauen wir mal. Ja, die sind alle unterwegs. Das mache ich eben nach. Danach und hier wendet einmal Marmorbüste auf euer Rathaus an. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo bekomme ich diese Marmorbüste her? Das müsste dann eben hier eben. Geh weg. So, das sieht man dann eben hier. Da hat man eben diese eigenen Reiter dann eben noch dazu. Hier habe ich die scharfe Klaue und hier eben diese. Und hier sehe ich dann eben, was wir jetzt nicht da machen, sondern eben hier. Ah, da ist auch nicht leer. Okay, da kann ich das schnell machen. So, einmal. Und das jetzt mal ganz nach oben. Und man sieht eben dann eben hier, was zu erledigen ist, was man machen muss, damit man eben dann auch diese Edelsteine bekommt. Und wie gesagt, das läuft eigentlich so nebenbei. Man muss nur hin und wieder hier.
irgendetwas produzieren und das war es eigentlich dann schon, ja. Und so kann ich doch, wenn ich im Spiel bin, einiges an Edelsteine dazu bekommen. Das andere, was noch mit Edelsteinen war, habe ich, glaube ich, eh auch schon gezeigt. Na, das waren die Kristalle. So, und wenn man jetzt hier noch ein anderes schaut, oder? So, das waren jetzt einmal. Dann schauen wir mal hier. Was haben wir hier welche? Ein Liebesbrief. Aha. Schauen, ob wir die auch haben. Wenn wir da auch gleich einmal eine starten. So. Das sieht man dann hier. Das ist der, das wäre jetzt eben hier der Liebesbrief. Der ist auch wieder hier ans, aufs Rathaus anzuwenden. Und es öffnet sich dann eine Quest. Man kann von diesen Quests gleich mehrere starten, also mehrere verschiedene. Und man bekommt dann eigentlich in kürzester Zeit seine Edelsteine. So, dann schauen wir uns das jetzt an. So, und da sieht man jetzt dem hier unter. Unter Nebenquests sieht man da jetzt eben, was ich hier jetzt schon alles angefangen habe. Hier haben wir die seltsamen Götzen. Hier haben wir eine wirklich scharfe Klaue. Hier haben wir das mit der Katze und hier haben wir jetzt die Geliebte, Miranda. So, was ist hier zu machen? Also hier muss ich jetzt eben, das habe ich da schon, sieht, es geht relativ flott. Und wenn ich jetzt hierher gehe, sehe ich, hier bekomme ich auch 50 Edelsteine, eigentlich fürs fast Nichtstun. Gehe auch wieder daher. Und noch so einen Vogel. Das kostet auch nicht die Welt. So, den werden wir auch gleich nach oben buxtieren. So, wir müssen jetzt hierher schauen. Ich habe 569 Edelsteine, damit man das dann auch sieht. So. Dann schauen wir jetzt hier weiter. Was ist hier noch zu machen? Das ist da auch dann gleich einmal fertig. Das mit den Spezialisten kann ich jetzt leider nicht machen. Das wird dann auch gleich gemacht und das wird auch gleich gemacht. Kann auch jetzt noch schauen. Ich vielleicht noch eine. Ah, das sind die. Die kann man auch gleich. Die starten wir auch gleich. Dann haben wir die jetzt auch noch hier dabei. So, und man sieht jetzt, da ist schon was fertig. Das wäre jetzt hier das Kleingedruckte, eben direkt schon von den Anholikern gerade gestartet und die erste Aufgabe wäre hier dann auch schon erledigt. Und man sieht jetzt hier, ich habe jetzt wie viel geöffnet? 1, 2, 3, 4 und glaube ich da auch noch eine. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das geht recht flott dahin. So, und somit kommt hier auch gleich die nächste Aufgabe. Jedes Mal, wenn es eben um eine neue Quest geht oder hier irgendwas Neues oder neue Sammelgegenstände kommen, friert hier leicht das Bild ein, aber dann funktioniert es. So, und auch hier die nächste wäre auch hier schon. Hier haben wir die Taube haben wir noch nicht. Taube brauchen wir noch. So. Da wendet man konnte, aha, das müssen wir jetzt dann auch machen. Dann gehen wir auch gleich daher und machen eben dieses hier einmal.
Und man sieht, es öffnen sich immer mehr Reiter und man kann da eigentlich relativ schnell so nach oben verschieben. So. Und schon schauen wir weiter. Das wird auch schon erledigt. Das wird auch gleich erledigt und das auch. So, somit müssen wir da jetzt ein bisschen warten. Und das wird auch. So. Wenn es dann weitergeht, melde ich mich wieder. So, es geht hier nun weiter. Dann schauen wir jetzt einmal. So, hier fängt die Produktion gleich an. Das dauert 5 Minuten, 7 Minuten bis hier runter 10. Das können wir jetzt natürlich verkürzen, indem wir das Ganze ein wenig fördern. Dazu nehme ich jetzt mal Trinkschoko. Schon vorbei. So, mit der geht es gleich schneller. Und drauf. So, und somit wird das hier jetzt gleich mal schnell produziert und ist auch gleich fertig. Und dann können wir hier auch weitermachen. Hier haben wir natürlich auch, wer es hat, das Geisterschiff. Geisterschiff bekommt man auch verschiedene Aufgaben. Hier nun mal mit 20 Edelsteinen, wenn ihr auf meine Seite geht, könnt ihr das. Das hat man bekommen. Und man kann es auch, glaube ich, reinschreiben. Wenn ich jetzt hier nur auf Themen klicke, ohne auf Gebäude, dann kommt zu dieser Suche und da kann man auch Geisterschiff reinschreiben und müsst ihr auch kommen. Ja, was gibt es zu Halloween? Genau da ist das dann zu finden. So, und zwar ganz unten. Da ist das Geisterschiff. Und hier habe ich eben die Quest. Kann man sich hier anschauen, was es hier alles an Quests gibt. Ja, die kommen so in etwa. Und hier unter anderem sieht man auch hier, was man eben bekommt. Und hier habe ich da jetzt schließt zwei Missionen ab mit 20 Edelsteine. Es geht auch Lächeln, ja. Und hier auch 20, da bekommt man auch Edelsteine. Also man sieht, hier bekommt man Edelsteine. Und ich habe jetzt eben dieses. Schließt drei beliebige ADs ab für 20 Edelsteine. Alles, was ihr wollt, Szenarien, Mini. Also da funktioniert alles, ja. Und hier bekomme ich auch 20 Edelsteine und das ist genau das, was ich jetzt hier im Spiel muss. Schließt drei beliebige Abenteuer ab, ja. Also da reicht auch zum Beispiel, wenn ich jetzt hierher gehe und sage, gut, okay, ich spiele jetzt hier einfach ein, wo bin ich denn? Ein Szenario, ja. Da kann ich jetzt auch hier, nicht die Karte der Nahen, wo habe ich denn hier so ein, dieses hier. Da kann ich die Zwillinge spielen und das zählt dann, ja. Also es ist sofort gespielt und zählt. So, aber nun mal hier zu unseren. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. So, hier fehlt noch ein wenig Stein. Wird auch gleich fertig sein. So, das haben wir ja gesagt, geht nicht. So, das schauen wir mal. So, hier ist jetzt alles fertig. Das müsste dann hier auch schon erledigt sein. Und hier steht jetzt, wendet einmal Brieftaube aufs Rathaus an. Ja, jetzt müsste die Brieftaube eben schon hier drinnen sein. Wir suchen das und nicht hier, sondern unter Förderungen. Und hier müsste jetzt eben diese, seht ihr, hier ist das, wir brauchen jetzt hier diese Brieftaube.
Und die wenden wir jetzt eben einmal hier aufs Rathaus an. So. Somit, wenn wir dann eben hier reingehen, ist diese Quest erfüllt. Und es kommt zur nächsten. So, das ist jetzt hier fertig. Das ist auch gleich. Ah, das war jetzt auch schon fertig. So. Nächste. So. So, und hier steht jetzt, schließt den Abenteuer ab. Das werden wir dann auch gleich in Kombination mit dem oberen machen. Also hier kann man ein beliebiges Abenteuer abschließen. Also das ist ja vollkommen egal, was man hier eben abschließt, ja. So, und hier wendet den an, dann machen wir das jetzt auch gleich. Wir werden jetzt das noch hier anwenden. Momentan mache ich immer alles schön hintereinander, weil ich nie weiß, was bleibt gespeichert und was nicht. Bei den vielen Fehlern muss man ein wenig langsamer arbeiten. So. Neue Quest. Und jetzt sieht man, jetzt haben wir hier schon eine neue. Wendet einmal so. Jetzt muss ich diese ganzen einmal. Okay. Weiß ich schon, was ich zum Tun habe. Gehe her und mache eben einmal. Einmal. Das habe ich damit gemeint mit schnell. Jetzt ist auf einmal da. So, und jetzt dann ist Folgendes. Jetzt dann schauen wir einmal hier ganz genau. So, hier mache ich jetzt das. Was kommt dann da noch? Schließt die Quest. Ja. So, und hier ist da, also den haben wir auch noch nicht angewendet. Den wenden wir jetzt auch noch schnell an. So, da. So, da ist er. Und den wenden wir jetzt auch da mal an. So. So, und hier jetzt wendet 15 Förderung auf Gebäuden von Freunden an. Das muss man eben jetzt hier machen. Das machen wir dann auch gleich. Und es ist wirklich, man spielt diese Quests schnell durch und man bekommt dann eben hier so. Diese 5, wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Und man bekommt eben dann hier jeweils immer 50, also 250 Edelsteine für ein bisschen Arbeit. Ist, glaube ich, jetzt nicht so unbedingt wild. So, jetzt machen wir zuerst das. Da kann man auch schon machen. Die sind hier schon fertig. So. Ach, jetzt habe ich es vergessen. Das war der erste, zweite, dritte. So. Quest erledigt. Und man bekommt ja nicht nur die Edelsteine, man bekommt ja auch hier als Belohnung Förderungen. Stadion-Imbiss ist ja ganz eine tolle Förderung, 300%. Wenn ich es mir selbst setze, 24 Stunden. Wenn es mir ein Freund setzt, 36 Stunden. Ist immer ganz toll. Speziell bei so Events,
jetzt eben dann zu Valentin, wo wir ein Blumenbeet haben, aber das muss man eh anders fördern. Oder zum Beispiel Halloween ist das beste Beispiel. 300% auf die Kürbisfelder ist gar nicht so wenig. So, wie schaut es jetzt hier weiter aus? Das machen wir jetzt gleich. Steckt wieder. Jetzt bekomme ich wieder eine neue Quest. So, das machen wir jetzt. Besser hier 15. Dann hier, das ist fertig. Das Abenteuer werden wir jetzt auch starten. So, und hier starten wir jetzt das Abenteuer, nur mal schnell so zum Zeigen. So, hier sind es überhaupt 50 Förderungen. Und man muss jetzt eben hier immer ein bisschen abwarten. Hier haben wir jetzt 50 und hier haben wir 500 Fische, die werden gleich da sein. Und hier oben haben wir 15, also ist das schon einmal ganz toll. Jetzt werden wir jetzt erst einmal die fördern. Dazu, also ihr seht jetzt dann hier bei den Förderungen, steht jetzt ja nicht dabei, Tante Irma oder was, ja, also man muss es nur fördern. Hier 15 und hier war es jetzt, glaube ich, 50. Ja. So, da gehe ich dann eben. Mal daher. Natürlich, es gibt immer wieder welche, die dann sagen, ah, so viel Aufwand für so ein Beispiel. Ja, hallo, es sind Edelsteine. Ja, also die haben ja einen Wert. Ich kann mir da für etwas kaufen, ja. Es ist so, als hätte ich Geld eingezahlt, ja, also ein bisschen arbeiten muss man halt schon noch dafür. Ja. So, und hier nehme ich jetzt einfach Fischsteller. Die gehen am schnellsten bei dieser Aktion. Und die sind dann auch gleich wieder weg, ja. So, und ich schaue mir jetzt hier an, wie viel Fischsteller habe ich. Die merke ich mir da hinten. Okay, 76 minus 50, dann sind das da hinten 26. Brauche ich nicht lang zählen, einfach nur einmal machen. Und so, die 15 Gebäude ist erledigt. Das können wir dann gleich einmal bestätigen. Hier die 15 und hier die 50. So, somit ist das auch erledigt. Die nächste bitte. So, dann müssen wir auf die untere auch noch. So, und hier sieht man jetzt, hier ist alles fertig und hier bekomme ich jetzt diese 50 Edelsteine. Die werden mir jetzt eben hier gut gestreben und es müsste dann eben hier 6, 6,19 stehen. Und hier somit 6,19. Jetzt machen wir eben, schauen wir mal, was da noch gefordert wird. Ah, das ist das Abenteuer, das machen wir jetzt. Die Fische produzieren sich. So, und ich kann jetzt. So,
Wir schauen jetzt nochmal, was muss ich da jetzt? Hier muss ich jetzt mal am Wendet einmal am Rostentferner auf Rathaus an. So, das wäre dann eben jetzt hier dieses, gell? Das ist der seltsame Götze. Und das machen wir natürlich auch gleich. Seltsame Götze, da steht er. Und da haben wir jetzt eben diesen. Den machen wir. Und wir starten auch dann gleich mal das Szenario. Wo haben wir es hier? So, damit man sieht, wie schnell das eigentlich funktioniert. Wenn ihr euch das jetzt nicht interessiert, ihr könnt es eh schnell vorspielen. Ich will es nur jetzt mal mit euch machen. So, das ist ganz einfach. Hier sammelt 9 Brücken für das Basismaterial und das suchen wir jetzt auch gleich zusammen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und eines fehlt da jetzt dann noch. Das ist so. Diese Quest wird jetzt einmal erledigt. So, und jetzt müssen wir eben. Und dann ist sie wirklich so ganz genau lesen, schön langsam machen, denn alles, was zu schnell geht, wird dann vielleicht nicht gezählt und es ist alles dann blöd, man muss es nochmal spielen. So, jetzt gehen wir zurück. So, nehmen wir gleich diesen hier. Dann suchen wir die Zwillinge hier und machen die 3 Brücken. Ich kann hier nämlich auch gleich die Zeitungen machen, da brauche ich 3 davon. Aber die Zeitungen bitte erst anwenden, wenn die Quest kommt. Wenn ihr die Zeitungen vor der Quest anwendet, dann ist vorbei. Dann zählt das nicht mehr. So, bis das fertig ist, schaue ich jetzt hier. Der müsste eh schon fertig sein. Dann kann ich den schon einmal anwenden in der Zwischenzeit. So, Quest erledigt. Ich glaube, das war auch hier die letzte. Nein. Warte wieder ein wenig ab. So. So, verkauft mindestens 100 Bronze Schwerter, verkauft mindestens 1000 Getreide, verkauft mindestens 1500 Nadelholzbretter.
Und das ist jetzt dann eigentlich eh immer genau das, was viele verkaufen. Ja. Um eben hier an die Edelsteine zu kommen. Und das werden wir jetzt natürlich auch machen. Hier haben wir auch noch was. Hier haben wir auch noch was zu produzieren. 30 Tante Irmas. So, die machen wir jetzt dann aber noch. Das machen wir jetzt so. Schauen wir mal, wie lange die dauern. Ja, eben, da warten wir jetzt dann noch ein bisschen, weil wir werden das jetzt zuerst hier machen. So, hier ist jetzt, sind jetzt die Brücken gefragt. Eins, zwei, drei. So, dann warten wir jetzt ein wenig. Leider geht das hier halt momentan seit dem Update sehr mühsam. Es geht normal alles viel, viel schneller. Wir wären, glaube ich, schon längst irgendwie fertig. So, und jetzt dann, so wie hier diese Quest steht, können wir das auch anwenden. Davor bitte nicht, sonst zählt das nicht. Einmal. Zweimal dreimal. So. Nun kommen wir auch schon zur nächsten Quest. Und zwar brauchen wir jetzt hier die Hämmer. 5 an der Zahl und dann müssen wir einen Rettungstrupp fabrizieren. Einmal, zweimal, dreimal, viermal und einmal fit, glaube ich, noch. Einen haben sie wieder. Na? Oder habe ich schon alle? Der zeigt überhaupt null. Obwohl ich schon. Ach, da jetzt zeigt es richtig. Also einer fehlt noch. Wie ist er denn? Ach, das wollte ich euch eh noch zeigen. Man kann auch hier. Wenn man zum Beispiel etwas nicht findet, hat man auch hier die Möglichkeit, mit Feenstaub die Sammelgegenstände an einen anderen Ort zu positionieren und um sie vielleicht so leichter zu sehen. Das wollte ich euch auch noch zeigen. Jetzt kann es sein, so. Jetzt kann es sein, dass der gleich irgendwo hier sichtbar ist. Wahrscheinlich seht ihr ihn schon, nur ich bin blind. Ja. Bin ja ein bisschen blind. Da ist er. So. Und somit haben wir jetzt die 5 Hämmer. Wieder zurück.
So, und jetzt dann mache ich hier eben die mache ich das einmal, ist ich gleich fertig. Und ich kann aber auch gleich die 30 dann die Irma machen. Machen wir das auch gleich. Und in der Zeit machen wir das, den Zwilling fertig. Somit sind wir hier fertig. Da geht's. So, die Quest ist nun fertig, abgeschlossen. Man sieht jetzt dann hier, schließt ein Abenteuer ab. Jetzt habe ich es hier, aber es zählt auch hier beim Geisterschiff, zählt dieses Addem auch. Ja. Also wenn es nicht genau definiert ist, wenn hier nur steht ein beliebiges Abenteuer, könnt ihr auch Szenarien spielen der Stufe 1. Ja. Und das zählt dann auch als Abenteuer. So, dieses haben wir jetzt mal gespielt und weg. So, hier ist wieder was zum Anwenden, das machen wir dann auch gleich. Das wenden wir gleich an. Einmal das. Und einmal das. So. Das geben wir jetzt eins weiter drauf. Und das geben wir auch. Dann haben wir hier noch dieses Vitamin-Ding zu machen. Das machen wir auch gleich. So lästig, dass da dauernd dieser. So. Machen wir auch. Verschieben wir auch noch oben. Dann wird das gleich gemacht. So. Der ist fertig, das heißt, das kann ich dann hier auch schon anwenden. Die anderen Sachen kann man dann auch schon anwenden. Und den da auch. So, nun gehen wir wieder daher. Und man bekommt einmal die Belohnung. Und dann hier.
haben wir die nächste. So, und hier bekommen wir dann jetzt eben auch die 50 Edelsteine. Hier wird es dann eben 669 stehen. Und die beenden wir auch. Dann sind wir auf 719. Und jetzt haben wir hier nur noch den Suchdruck, kann ich eben leider momentan nicht machen, weil ich eben keine Spezialisten kurz habe. Aber Spezialisten auf Schatzsuche kurz schicken, was gibt es noch Leichteres? So, und hier, das werde ich jetzt eben noch machen. Da werde ich jetzt einen Handel schicken. Und das machen wir schon, ist der Handel angenommen. Und die Quest ist somit auch erledigt. So. Muss wieder ein bisschen warten. Ah, da muss man jetzt was fördern, sehe ich gerade. So. Das schon gecheckt, ja. Und man sieht, hier habe jetzt hier 769, nicht mehr 719, sondern 769. Und es ist eben nur noch diese Nebenquest offen mit den Suchtrupps, die kann ich jetzt momentan leider nicht machen. Dann bekomme ich hier auch noch einmal die 50 Edelsteine und habe somit 800 und es von 569 auf 819. So einfach und so schnell kann man sich eben hier Edelsteine holen.